Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor circa 2 Jahren war ich das letzte Mal mit dem Meereskajak in Südostasien von Insel zu Insel unterwegs. Mit dem Kajak kann man wunderbar tolle Buchten, einsame Strände, wo normalerweise kein Mensch ist, erkunden und wunderschöne Korallenriffe entdecken. Der Punkt ist, es wirkt auf den ersten Blick wie ein echtes Paradies, wenn man dann an Land geht und sich die Strände genauer anschaut. Jenseits der Hochwasserlinie entdeckt man Berge von Plastikmüll. Es ist inzwischen absurderweise so, wo keine Menschen sind, liegt viel, viel mehr Müll, als wie da, wo Menschen sind. Das Müll wird vom Meer gebracht. Es ist uns tatsächlich gelungen, die riesigen Weltmeere so zu vermüllen, dass an von Menschen unberührten Ständen eigentlich Berge von Plastikmüll liegen. Das ist absolut skandalös und da merkt man, dass dringendster Handlungsbedarf besteht. Diese Übernutzung der Schätze des Meeres, diese Vermüllung, diese Nutzung der Meere als Mülltonne seit vielen, vielen Jahrzehnten stellt für uns alle Menschen eine existenzielle Bedrohung und eine existenzielle Herausforderung dar. Und Frau Merkel bringt ja jetzt dieses Thema Meeresschutz auf den G7-Gipfel. Ich muss dazu sagen, das freut mich wirklich und ehrlich. Der Punkt ist nur, ein Problem löst sich nicht dadurch, dass man es einfach nur auf die Tagesordnung setzt, sondern was man wirklich braucht, ist nicht nur auf die Tagesordnung setzen und dazu ein paar schöne Worte finden, sondern was wirklich notwendig ist, ist Handlungen, sind Taten, sind Gesetze und sind Maßnahmen und nicht nur auf schönen Gipfeln, sondern auch hier in Deutschland, auch hier vor Ort und auch die eigene Verantwortung im eigenen Land erkennen. Von Frau Merkel stammt ja der schöne Satz in einem etwas anderen Zusammenhang: Das, was zu verbessern ist, muss verbessert werden. Und jetzt nehmen wir doch mal Ihre eigenen Worte und schauen wir uns einige der direkten Probleme an, was die Worte und die Taten miteinander zu tun haben. Wenn wir uns anschauen, was das Problem Plastikmüll ist. Im Atlantik, nicht nur im Pazifik, der ist bekannter, im Atlantik schwimmt ein Strudel, Plastikstrudel von der Größe von Texas. An diesem Plastik verenden Fische, an diesem Plastik verenden Vögel, zum Teil auch Wale und Delfine, weil sie diese Plastikteilchen für Nahrung halten. Das verstopft ihre Mägen und sie verhungern dann. Aber diese Teilchen werden immer kleiner und am Ende landen sie auch wieder auf unseren eigenen Teller über Meeresfisch und über Nahrung aus den Meeren, weil nicht dieses Plastik nicht zerfällt, sondern nur in immer kleinere Teilchen sich zerrüppelt. Und was macht unsere Bundesregierung? Unsere Bundesregierung schreibt einen netten Aktionsplan. Das ist mal wieder schöne Worte ohne Konsequenzen. Stattdessen müsste man mal wirklich was tun. Man könnte zum Beispiel massiv was gegen den Einsatz von Plastiktüten. Wie wäre es mit einer Abgabe auf Plastiktüten? Wie wäre es mit einer Abgabe auf generell unverrottbare Verpackungsplastik? Oder wie wäre es damit, entsprechend mit einer Ökodesign-Richtlinie die Chemieindustrie so unter Druck zu setzen, dass Plastik, Verpackungsplastik so hergestellt wird, dass es sich schadlos zersetzt? Es ist kein Naturgesetz, dass Plastikmüll tausende von Jahren hält. Das kann man auch so gestalten, dass nach wenigen Jahren sich in CO2 und Wasser entsprechend zersetzt. Warum machen Sie da nichts? Warum reden Sie nur drüber? Oder schauen wir uns das zweite ganz große Problem an, unter dem unsere Meere leiden. Das ist die Überdüngung. Unsere Meere leiden massiv darunter, dass viel zu viel Stickstoff drin ist. Woher kommt dieser Stickstoff? Dieser Stickstoff kommt aus unserer industriellen Landwirtschaft, sowohl aus Kunstdünger als auch aus dem massenhaften Ausbringen von Gülle aus der Massentierhaltung. Warum unternehmen Sie da nichts dagegen? Auch da könnte man begrenzend eingreifen. Da ist gerade in der Debatte eben eine Düngeverordnung. Aber die Düngeverordnung, was Sie da vorschlagen, das ist so wirkungslos, dass es am Ende nichts helfen wird. Und da reden wir nicht nur von tropischen Meeren, da reden wir nicht nur von weit entfernten Problemen. Wenn man die Ostsee betrachtet, die Ostsee ist inzwischen so stark überdüngt, die leidet unter so starkem Algenwachstum, dass da Todeszonen gibt. Das sind Zonen, die sauerstofffrei sind, wo alles Leben erstirbt, die Größe von zum Beispiel in meinem Bundesland Bayern erreicht haben. Und was unternehmen Sie? Sie zerreden die Düngeverordnung, Sie unternehmen nichts Ausreichendes und Sie unternehmen nichts gegen diese großen Probleme, die direkt bei uns vor der Haustür sind. Oder schauen wir uns einen dritten ganz großen Problemkomplex an. Das ist die Überfischung der Meere. Inzwischen sind 80 bis 85% der weltweiten Fischbestände sind massiv überfischt.
Dazu trägt auch die Europäische Union und auch deutsche Fischtrawler ihren Teil dazu bei. Die Europäische Union, auch mit deutscher Unterstützung, subventioniert noch mit erheblichem Steuergeld diese Überfischung der Meere. Und diese Meere werden nicht nur bei uns überfischt, sondern vor der afrikanischen Küste, vor der libyschen Küste, vor Somalia, vor westafrikanischen Küsten. Entziehen wir damit den Fischern ihre Lebensgrundlagen. Und dann stellt man fest, wenn über Flüchtlinge debattiert wird, wird hier schön darüber geredet, man müsste mal die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, müsste man. Aber warum tun Sie es da nicht, wo es endlich mal konkret wird? Warum sorgen Sie nicht dafür, dass die Fischer in diesen armen Ländern eine Chance haben gegen die großen europäischen Fischereiflotten? Warum stellen Sie die Überfischung nicht ein? Die Zerstörung unserer Meere ist für uns alle eine existenzielle Bedrohung. Deshalb ist es an der Zeit, nicht nur das Thema auf die Tagesordnung zu heben, sondern die Möglichkeiten, die die deutsche Politik hat, in all diesen Bereichen endlich zu handeln und dafür zu sorgen, dass wir diese Probleme auch nur ansatzweise in den Griff kriegen. Denn es stimmt, das, was zu verbessern ist, muss verbessert werden. Aber es darf nicht nur darüber geredet werden, sondern es muss endlich auch gehandelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Toni Hofreiter. Nächster Redner in der Debatte, Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ende Mai haben wir den Europäischen Tag der Meere eingeführt im Jahr 2008, Bekanntheitsgrad minimal. Trotzdem macht ein solcher Tag Sinn, denn er dient dazu, uns die entscheidende Bedeutung der Ozeane für unser tägliches Leben in Erinnerung zu rufen und in der Öffentlichkeit stärker ins Bewusstsein zu heben. Eins ist völlig klar: Der Meeresschutz ist auch für unsere Fraktion CDU/CSU ein wichtiges Anliegen. Wir haben mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und ihrer nationalen Umsetzung schon einen Meilenstein erreicht. Auch wenn Herr Hofreiter jetzt immer wieder betont, nicht Beschlüsse, sondern Umsetzung ist vielleicht das Thema. Dem stimmen wir ja auch zu. Aber ich komme gleich noch mal darauf zurück, was wir dabei alles mit berücksichtigen müssen. Wir wollen mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie einen guten Umweltzustand der europäischen Meere bis 2020 erreichen. Und dafür brauchen wir natürlich eine ganze Reihe verschiedener Schritte. Aber in dem Antrag oder in den Anträgen der Opposition wiederholen Sie eigentlich nur Punkte, die für die Bundesregierung schon Akzente ihrer Politik sind und die auf dem Weg sind. Und die überstürzte Art der Einbringung dieser Anträge unter Absetzung anderer Punkte, die für diese Woche vorgesehen wurden, die erinnern mich mehr daran, dass Sie vielleicht versuchen, im Windschatten der G7, des G7-Gipfels noch mal schnell ein bisschen mediale Aufmerksamkeit zu erringen und sich als Gralshüter des Meeresschutzes darzustellen. Das sind Sie nicht, denn Ihr Anliegen ist nicht anders als unser Anliegen auch. Meere und Küsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Flüssen führen zur Versauerung. Wir haben das Problem der Überfischung eben angesprochen. Wir haben den zunehmenden Schiffsverkehr mit seinen Folgewirkungen und wir haben eine immense Verschmutzung der Ozeane. Wir haben aber auch Belastungen, die von Land aus kommen. Wir haben die Belastung durch den Eintrag von Nitrat, von Stickstoff und von Phosphor, vor allem aus der Landwirtschaft, auch von Pflanzenschutzmittelresten, von Tierarzneimitteln, von Bioziden. Diese Stoffeinträge müssen gesenkt werden. Und die in Arbeit befindliche Düngeverordnung wird dazu einen Beitrag leisten. Sie ist zugleich aber auch ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir die verschiedenen Güter, um die es dabei geht, gegeneinander abwägen. Denn welche Werte wir auch immer in der Düngeverordnung festlegen, beeinflusst das zum Beispiel eben unsere Landwirtschaft auch ganz massiv. Trotzdem ist es notwendig. Aber die Landwirtschaft ist nicht der alleinige Belastungsfaktor von Land, sondern wir haben es auch mit dem Eintrag von Chemikalien, vor allen Dingen aber von Arzneimittelrückständen, Antibiotika und Ähnlichem zu tun. Auch daran müssen wir arbeiten und auch das ist ein extrem schwieriges Themenfeld, wie wir das gestalten können. Dazu gibt es noch keine Lösungen.
Selbst das, was wir im Offshore-Bereich machen zugunsten des Klimas und zugunsten unserer Energiewende, nämlich der Bau von Offshore-Windanlagen, ist unter dem Gesichtspunkt des Meeresschutzes nicht unproblematisch. Wir haben ein wunderbares Beispiel wieder der Art, dass wir hier Zielkonflikte haben, die wir miteinander austarieren müssen und Lösungen finden müssen. Offshore-Windanlagen in ihrem Bau führen zu Lärmbelastungen, vielleicht auch im Betrieb. Was mit dem Thema Infraschall ist, wird diskutiert. Dazu haben wir eigentlich noch keine großen Erkenntnisse. Es sieht ja so aus, als wäre es zwar für die Menschen kein Problem, aber für bestimmte Tierarten doch. Also müssen wir auch dort abwägen, was wir wollen, das eine oder das andere oder in welcher Kombination. Sicher ist, dass wir solche Anlagen natürlich nur bauen dürfen, wenn sie der Seeanlagenverordnung entsprechen, die ja festlegt, dass die Meeresumwelt nicht gefährdet werden darf. Nun gut, wie weit heißt das, was heißt das konkret und wie weit gehen wir mit Belastungen, die eben von solchen Anlagen auch ausgehen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Abfallpolitik der Bundesregierung leistet schon erhebliche Beiträge zur Reduzierung der landseitigen Meeresverschmutzung. Das Stichwort Plastikmüll hat Herr Hofreiter eben angesprochen. Der Plastiktütenverbrauch in Deutschland liegt weit unter dem europäischen Durchschnitt. Was die Verwendung von mehrfach nutzbaren Plastiktüten angeht, sind wir weit über dem Durchschnitt in Europa. Das kann man verstärken. Aber dass hier sozusagen der schlechteste Teil der Welt liegt, das trifft nun wahrhaftig nicht zu. Das Forschungsministerium hat im Februar 2015 mit 10 EU-Staaten ein Forschungsprogramm zum Thema Mikroplastik aufgelegt. Auch dort haben wir Erkenntnisgewinne zu erzeugen und dann daraus Konsequenzen zu ziehen, was wir tun können, um diesen Bereich zu reduzieren. Die Bekämpfung der Meeresvermüllung findet auch auf regionaler Ebene statt. Wir haben einen regionalen Aktionsplan seit 2014, bei dem die Anrainerstaaten von Nord- und Ostsee sich zusammengeschlossen haben, um deutlich weniger Abfall in diese Meeresbereiche zu bringen und sogar Müll aus dem Meer zum Teil, soweit es geht oder technisch machbar ist und mit vertretbarem Aufwand, Müll aus den Meeren wieder zu entfernen. Die Zahl ist ja erschreckend. Wir haben jährlich 6,4 Millionen Tonnen Plastikabfälle im Meer neu, jährlich neu. Das kann man jetzt umrechnen und sagen, wenn wir einen Quadratkilometer Meeresoberfläche sehen, dann haben wir so ungefähr 13.000 Plastikmüllteile. Und da sie in der Tat zerfallen, werden es alleine deswegen schon ständig mehr. Wir müssen uns aber auch dafür hüten, dass wir jetzt einseitig bestimmte Bereiche zu Sündenböcken machen, die Schifffahrt beispielsweise. Wir dürfen sie nicht so belasten, dass wir Verlagerung der Verkehre auf andere Verkehrsträger, also wieder auf Landverkehr haben. Und wir dürfen auch Auflagen nicht so konstruieren, dass beispielsweise die Entsorgung von Müll illegal auf den Weltmeeren vielleicht dann doch wieder zur billigeren Lösung führt. Und das wollen wir nun gerade verhindern, sondern die Entsorgung soll ja an Land passieren. 80% des Mülls im Meer kommen über Land. 80%. Und in dieser Ebene haben wir auch durchaus nationalen Handlungsbedarf. Wir haben aber in Deutschland einiges erreicht. Und ich komme zum Schluss mal auf ein Beispiel, das es etwas verdeutlichen kann. Warum ist das für uns wichtig, auch auf nationaler Ebene? Wir müssen auch unsere eigenen Küsten schützen. Flora und Fauna genauso wie den wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus. Denn, Herr Hofreiter, wenn Sie sagen, die Küsten, wo keine Menschen sind, sind vermüllt, die Küsten, wo Menschen sind, nicht, gut, da wird die Tourismusindustrie dafür sorgen, dass der Teil sauber ist. Das ist nachvollziehbar. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die anderen Teile sauber werden. Da stimmen wir völlig überein. Ich bin daher der Bundeskanzlerin außerordentlich dankbar, dass sie dieses Thema zu einem Schwerpunkt der G7-Gespräche macht. Der Schutz der Ozeane und die drastisch zunehmende Vermüllung der Weltmeere sollen in den Blick genommen werden, insbesondere auch was den Plastikmüll angeht. Und wenn Sie eben gesagt haben, uns helfen keine Appelle oder schöne Worte, zutreffend. Was aber auf dem G7-Gipfel besprochen wird, ist nicht etwas, was in den blauen Dunst gesprochen wird, sondern das ist schon etwas, was dann in der Nachbearbeitung auch zu Maßnahmen führt. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist,
Es macht keinen Sinn, hier nur mit kleinen Maßnahmen auf nationaler Ebene zu arbeiten. Doch es macht Sinn, aber nur kleinräumig betrachtet, sondern wir kriegen dieses Thema nur dann in den Griff, wenn wir es in seiner globalen Dimension begreifen. Und deswegen, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Opposition, unterstützen Sie die Bundeskanzlerin bei diesem Plan, bei diesem Vorhaben und unterstützen die Bundesregierung bei diesem Vorhaben. Und vielleicht wirken Sie auf den einen oder anderen ein, etwas weniger in G7-Protestcamps sich zu engagieren in den Bayerischen Bergen und mehr in den zuständigen Ausschüssen oder bei der Bildung der öffentlichen Meinung. Vielleicht tut da jeder in dem Bereich, auf den er Zugriff hat, seinen Teil dazu bei. Das Ziel der deutschen Meeresschutzpolitik ist ein auf dem Ökosystemansatz beruhendes, umfassendes, integriertes Management aller Aktivitäten, um den guten Zustand zu erreichen. Und dafür brauchen wir ein Zusammenwirken aller Politikbereiche. Ich will abschließen mit einem kurzen Blick auf die Situation des Rheines in meiner Heimatstadt Köln. Im letzten Jahr, Im letzten Jahr hat das Fangen eines Fisches Aufsehen erregt, ein Maifisch. Ein Maifisch ist ein Fisch, der zwar im Rhein geboren wird, dann aber auswandert und zur Geschlechtsreife im Meer bleibt, bis er zurückkommt und neu Eier ablegt. Das Besondere war, dass wir erstmals einen solchen Fisch gefangen haben, der nicht im Rhein ausgesetzt wurde, sondern der diesen vollständigen Zyklus durchlaufen hat. Das zeigt, zusammen mit der Feststellung, dass wir inzwischen wieder um die 50 verschiedene Fischarten im Rhein haben, dass wir mit nationalen Maßnahmen bei der Reinhaltung von Flüssen einiges erreichen können. Und das sollten wir auch beibehalten. Und allen denjenigen, die dazu beigetragen haben, das sind auch viele Ehrenamtler, denen sollten wir dafür besonders dankbar sein. Sie halten den Gedanken der Wasserqualität hoch und arbeiten daran, jeder an seinem Plätzchen, dass er in Zukunft auch weiterhin Erfolg hat. Danke. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, die Wissenschaftler sind gefordert. Ich frage mich nur gerade, woher man weiß, wo dieser Fisch geboren ist. Aber das wird wohl ein Rätsel bleiben. Hubertus Zedel jetzt für die Linke. Redner und Rednerinnen. Machen wir jetzt nicht, aber für alle, die danach kommen, dass man dann im Rahmen bleibt. Nächster Redner für die Fraktion. Ulla Schmidt, die jetzt hier den Vorsitz übernommen hat, ermahnt nochmal, dass man sich hier an die Redezeit zu halten habe. Das kann man nur unterstützen, aber an einem Freitag klappt das naturgemäß eigentlich immer ganz gut. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Belastung unserer Ozeane wird ein immer drängenderes Problem. Und dabei ist die Betrachtung der Meeresbelastung durch Plastikmüll nur eine Komponente. Es ist richtig und wichtig und auch sehr zentral, dass die Bundesregierung den Meeresschutz als ein Schwerpunktthema unter deutscher Präsidentschaft des G7-Gipfels benennt, der eigentlich ein G8-Gipfel hätte sein sollen oder sein sollte, was bei der langen russischen Küstenlinie auch Sinn machen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Toni Hofreiter hat gerade ja schon darauf hingewiesen, das Reden darüber ist das eine, es kommt aber vor allen Dingen darauf an, auch zu handeln und Konsequenzen zu ziehen aus der Situation, was den Meeresschutz angeht. Und ich will einen Aspekt einbringen, der bisher überhaupt noch nicht in der Diskussion gefallen ist, nämlich der Wettlauf um die Bodenschätze der Ozeane. Kupfer, Kobalt und seltene Erde, und dieser Wettlauf ist bereits im vollen Gange. Und dabei geht es um knallharte geopolitische und wirtschaftliche Interessen. Ab 2016 können erste Explorationslizenzen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Förderlizenzen umgewandelt werden. Dann geht der Run auf Tiefseereserven richtig los, um den eigenen Rohstoffhunger zu stillen und zu decken. Und Deutschland ist voll dabei im Rahmen seiner Rohstoffstrategie. Das müsste man hier an dieser Stelle, glaube ich, auch noch mal erwähnen. Deutschland erwarb bereits 2006 bei der ISA eine Explorationslizenz für ein 75.000 Quadratmeter großes, Quadratkilometer großes Tiefseegebiet im Südpazifik. Mehr als 4.000 Meter unter dem Wasserspiegel liegen dort Manganknollen auf dem Meeresboden, die einen hohen Anteil an Metallen wie Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer und andere Stoffe enthalten. Gerade am letzten Mittwoch unterzeichnete die Bundesregierung ihre zweite Explorationslizenz für ein 10.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Indischen Ozean, südöstlich vor Madagaskar.
In bis zu 4000 Metern Tiefe sollen nun nach Buntmetallen wie Kupfer, Blei oder Zink sowie vor allem nach sogenannten Hochtechnologiemetallen gesucht werden. Außerdem sind deutsche Unternehmen als Bohrtechniker oder als Lieferanten entsprechender Technik und Ausrüstung durchaus auch heute schon ein gefragter Ansprechpartner international, allen voran Siemens. Die Nutzungsinteressen in den Bereichen Energiegewinnung, Rohstoffförderung, Transport, Nahrungsbeschaffung und Unterbringung der Infrastruktur greifen natürlich in das Ökosystem mehr ein. Das ist der zentrale Punkt bei dem Ganzen. Bereits jetzt gelten über 40% der Meere als stark vom Menschen beeinflusst. Die Artenvielfalt und damit der genetische Pool in den Meeren geht zurück. Gerade in der Tiefsee, und über das reden wir ja auch, wenn es um diese Explorations- und Forschungs- und Förderlizenzen geht, hat das durch die langsamer ablaufenden biologischen Prozesse große Auswirkungen. Deswegen fordert die Linke ein weltweites Moratorium für den Tiefseebergbau. Solange bis ausreichend Informationen über die Flora und Fauna der Tiefsee vorliegen, aufgrund derer die Folgen von menschlichen Tiefseeaktivitäten auf die Ökosysteme realistisch eingeschätzt werden können. Das ist aber natürlich im Moment doch überhaupt nicht der Fall. In diesem lichtleeren Raum fehlt nämlich im wahrsten Sinne des Wortes der Durchblick, wie auch die Süddeutsche Zeitung am vergangenen Samstag noch mal sehr eindrücklich verdeutlicht hat. Jeder Eingriff, gerade im Tiefseebereich, kann fatal sein. Außerdem macht die Linke sich bei jeglicher mariner Rohstoffförderung und Nutzung für die Verursacherverantwortung im gesamten Förderprozess bis hin zu sozialen und ökologischen Folgekosten stark. Das internationale Seerechtsabkommen UNCLOS regelt die verschiedenen Nutzungsansprüche auf Seerecht umfassend. Hier ist es aus unserer Sicht allerdings elementar, dass auch die USA als einflussreiches und rohstoffhungriges Land dieses wichtige Abkommen ratifiziert. Das ist bisher noch nicht der Fall. Die Linke fordert ferner weltweit gute Arbeitsbedingungen auf See und eine gerechte Aufteilung von Gewinnen bei Rohstoffförderung auf alle beteiligten Länder. Nicht nur im sozialen, sondern auch im ökologischen Sinne halten wir es für absolut unerlässlich, dass eine Ausflaggung von Schiffen unter Billigflaggen grundsätzlich ausgeschlossen ist und bleibt. Hier braucht es bis 2020 ein internationales Vertragswerk in Anlehnung an die Initiative der International Transport Workers Federation, das die Schiffsflagge an die Nationalität bzw. den Wohnsitz des Schiffeigners bindet. Weitere große Themen sind der Schutz der Biodiversität, die Eindämmung von Nähr- und Schadstoffeinträgen und die Umsetzung verbindlicher Fischereiabkommen, die nach Mehrjahresplan und dem sogenannten Maximum Sustainable Yield-Prinzip, also der höchstmöglichen Dauerertrag, fischen, sowie ökologisch unverträgliche Fischereimethoden wie mobile, bodenberührende Fanggeräte und Stellnetze ausschließen und Fangverbotsareale festlegen. Die nationale Ebene will ich in dieser Rede nur sehr kurz berühren. Toni Hofreiter hat da ja auch schon einiges in seiner Rede geradezu gesagt. Deswegen nur so viel. Gerade in den Punkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft und der Fischerei möchte ich das Bundesumweltministerium ausdrücklich in seiner Verhandlungsposition gegenüber dem Bundeslandwirtschaftsministerium stärken. Frau Schwarzelür-Sutter, Sie sind ja heute da. Vielleicht könnten Sie Frau Hendricks ausrichten, bitte dafür zu sorgen, dass fischereiökologische Maßnahmen und flächendeckende Gewässerrandstreifen von mindestens 5 Metern mit einem Verbot von Düngung, Pflanzenschutzmitteleinsatz und Ackernutzung wieder auf die Liste des Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung der Meeresstrategierahmenrichtlinie raufkommen sollen. Das ist nämlich bisher jetzt leider nicht der Fall. Nicht ohne Grund verfehlt Deutschland die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, bis Ende 2015 einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen. Und es ist noch unklar, ob der zweite Bewirtschaftungszeitraum bis Ende 2021 dieses Ergebnis maßgeblich ändert.